On, heute mit einer absoluten Starbesetzung. Maxi Gräf, Florian Heider, den hätte ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben. Voll dazwischen gekritscht, sorry. Maxi Gräf, Florian Heider, Julius Busch in der Regie. Hallo Julius, kannst du uns hören? Hallo. Super. Und jetzt kommt's, Woljoschi. Yoshi! Total süß, extra in Pink. Da freue ich mich natürlich riesig. Ich dachte nämlich zuerst am Anfang, es werden nur die Grünen verkauft. Ja. Und als ich auf der 3 war, habe ich total neidisch durch diesen Glaskasten geschaut, weil da waren die in allen Farben. Wir haben ja auch auf dieser Nintendo PK, hat doch die sie gehäkelt hat, vorgestellt. Ja. Fantastisch. Nintendo sichert Arbeitsplätze. Riesig. Allein dadurch, wie viele Mitarbeiter dort angestellt wurden, nur um Yoshis zu häkeln. Na, in Japan, ja. Ja. Ja, Maxi. Da ist die Textilherstellung sehr groß. Ja, kein Amiibo, oder? Von guten. Genau. Das und es sieht so aus, als hätte Yoshi jetzt so einen Pokémon-Ball auf dem Rücken. Das ist doch der. Ja, der Sitz halt, aber es. Ja. Oder sagt man Sattel? Sattel? Ja, auf jeden Fall sieht es aus wie ein Pokémon-Ball. Stimmt, das ist eigentlich auch. Wir haben es enthüllt. Yoshi das neue Crossover. Aber ich verstehe ja nicht so ganz, warum man halt so wenige von diesen Amiibos herstellt. Denn die Strategie dahinter ist ja eigentlich die, kauft euch die alle und sammelt die alle. Also eben tatsächlich so Pokémon-mäßig. Und dann sind die aber immer überall ausverkauft. Es gibt, das habe ich in der Uni gelernt, Produktpolitik nennt sich das. Und da gibt es verschiedene Arten, eine Marke einzuführen. Unter anderem auch so wenig einzuführen, dass mehr Leute es wollen und damit den Preis und auch ja, aber dann freut sich doch eBay und nicht Nintendo, oder? Vielleicht, ja. Aber ich glaube nicht, dass so viele dann, obwohl doch, könnte sein. Aber dennoch ist ja die emotionale Herstellung zur Marke so, dass du dann denkst, oh mein Gott, das hat so viel Wert und es ist nicht einfach so ein Standard-Amiibo. Ja, okay. Ich finde die auf jeden Fall super. Und der Woljoshi, der kann natürlich alles. Total süß. Aber es wird bestimmt bald auch Tutorials auf YouTube geben, wie man die selber nachhäkelt, kann ich mir vorstellen. Glaubst du? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Also die große Häkelkunst ist es bestimmt nicht. Aber oder? Also ich könnte es wahrscheinlich nicht. Nee. Ich bin aber von Neid zerfressen, deswegen. Dass Maxi so einen Woljoshi hat. Ja. Ja, ich höre nämlich seit Wochen. Jeder, wie er es verdient, Flo, möchte ich sagen. Meine Oma hat mir Wollsocken gemacht. Ja. Zur Hälfte. Deine Oma hat mir auch Wollsocken gemacht, also das hat gar nichts zu bedeuten. Ich glaube, jetzt werden alle Omas aus Deutschland dazu benötigt, Wolljoschis. Ist meine Oma gerade live irgendwo? Oma? Ja, Florian. Oh Gott, genau so redet's. Ja, der ist Hammer. Ich höre halt seit Wochen immer nur, ich will diesen Wolljoschi, ich will diesen Wolljoschi. Das hat irgendwie jeder gesagt. Ja. Dann kriegen die Maxi. Ja, naja. Sie hat es einfach verdient. Aber er passt natürlich sehr gut. Er passt halt auch optisch einfach sehr, sehr gut. Bernd wollte den auch unbedingt haben. Wer? Bernd. Schon, gell? Ich wusste es, dass Bernd. Ja, ich glaube, der Bernd, deswegen macht auch heute nicht bei Come On mit. Ja. Er lief gerade auch so leicht angesäuert an uns vorbei und hat auch mit dem nach uns geworfen. Ja. Und bis in die Tür. Nein, ach Quatsch. So, was passiert denn diese Woche bei High Five? Es ist ja wieder so ein bisschen Normalität eingekehrt inzwischen nach diesem ganzen E3-Chaos, möchte man fast sagen. Das heißt, diese Woche wieder normales Programm. Mhm. Also normales, auch angefangen mit, was heißt neuen, aber noch relativ neuen, Star Wars. Genau, dem Star Wars-Tag. Die erste Folge gab es ja letzte Woche. Das erste Thema, das Marco behandelte, waren unsere Lieblings-Star Wars-Spiele. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut da gerne nochmal rein. Also er hat da viele Kollegen von High Five, von GameStar, GamePro und so weiter vors Mikro gezerrt und sie nach ihrem Lieblings-Star Wars-Spiel befragt. Und ich glaube, so ähnlich geht es auch weiter. Also ich freue mich auf die Videos, die da noch kommen, weil man merkte Marco halt einfach an, dass er halt für dieses Star Wars-Thema total brennt. Auch perfekt einfach dafür. Genau. Das gibt's also morgen, Mittwoch, dann die letzte Ninotaco-Folge. Wie jetzt? Letzte? Dum, dum, dum. Oh mein Gott. Das sind Folge 2. Ja, genau. Das wäre jetzt aber die perfekte Situation für den Schulterblick gewesen. Ja, es stimmt. Können wir es gerade nochmal machen? Ja, können wir nochmal machen. Okay, pass auf. Am Mittwoch dann die letzte Ninotaco-Folge. Mein Gott! Oh Gott! Wir müssen da später auf jeden Fall dieses dramatische Geräusch noch drunter legen. Müssen wir? Okay. Ja, dann muss ich, müssen wir das? Das Ganze steht und fällt mit diesem Geräusch. Da muss ich mir das jetzt wieder notieren. Na toll. Ja, Julius, sei so lieb, schreib's gerade auf. Ja. Nein, also letzte Folge vor der Sommerpause natürlich. Ach so. Ja, und weil es ergibt ja keinen Sinn, Ninotaco vorzuproduzieren, weil es ist ja, wie ihr als treue Zuschauer, ihr beiden wisst, ein Newsformat. Und das für mehrere Wochen vorzuproduzieren wäre natürlich Käse. Deswegen gibt es was anderes.
Unter anderem das Special, wo ich mit Julius in Berlin war und beim Dragon Ball Film mitsprechen durfte. Das war super, das gibt's. Und dann gibt's, genau, und dann startet das neue Format, die besten Anime-Serien von A bis Z. Oh, geil. Ja, gespannt. Ja, ich auch. Ein bisschen habe ich ja schon gesehen, aber trotzdem. Ja, ja. Freu mich da sehr, sehr drauf. Das ist echt ein schönes Format geworden, weil es eben auch ein Community-Format ist. Und ohne die Community hätte das nicht stattgefunden. So, du könntest. So, ja. Du darfst vor, aber ich hätte Yoshi. Ja. Wer den Yoshi hat, spricht, dachte ich. Das ist wieder der Muschel. Du könntest ja auch so Pseudo-Retro-Folgen produzieren, so wie Krusty doch diese alten Folgen. Stimmt, keiner wird es merken über die Sommerpause. Ja. Kinder, bleibt ruhig. Die Falklandinseln wurden soeben gesetzt. Da musst du so mit langen Haaren, so irgendwelche Anime-News von, keine Ahnung. Voll geil. Das wäre super. So eine Spezialfolge. Ja. Damals noch, was die wenigsten wussten, dass Nino schon seit über 40 Jahren diese Nino-Taku-Sendung macht. Ja. Das wäre gut. Das wäre echt gut. Ja, nächstes Mal. Ja, so als Gag mal irgendwann. Zur Sommerpause 2016 dann. Ja, das wäre cool. Das Sommerloch gibt es eben auch in der Videospielbranche. So. Das sehe ich an den Releases, die halt einfach dann. Ja. Du siehst es ja auch an den Releases, die im August erscheinen. Für Half-Life Live. Das ist Wahnsinn. Saure Gurkenzeit. Und dann, ich weiß gar nicht mit wem. Achso, ich habe gestern mit lieben Kollegen von Square Enix habe ich beim Essen drüber gesprochen. Dass dann um die Weihnachtszeit immer geballt alles kommt und irgendwie inzwischen so jeder so ein bisschen genervt ist. Also jeder Publisher ist genervt und auch die Community ist genervt oder halt die Spieler, weil das ist dann um die Weihnachtszeit rum immer so eine Hitdichte, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Die tun sich doch damit selber auch keinen Gefallen, oder? Ich meine, die kannibalisieren sich dann damit selbst. Ich verstehe es auch nicht. Weil zu Weihnachten wird jetzt, sage ich mal, keine Familie oder Freundin oder Freund oder was auch immer sagen, so, ich schenke dir jetzt einfach mal 3 Spiele. Ich schenke dir 1. Ja. So. Das war ja letztes Jahr im Oktober auch so. Da gab es ja irgendwie, ich glaube, Oktober war wirklich der absolute Hit-Month. Also so von Borderlands, Alien Isolation, Lords of the Fallen und ungefähr noch Assassin's Creed, glaube ich, war auch da zu der Zeit dabei und so. Und vorher halt nichts, wirklich so 2 Monate auf der Release-Liste, quasi 2 Steam-Spiele und dann geht's ab wie. Ja, das ist krass. Gut, also ich verstehe es schon, dass man halt seinen Hit dann nicht irgendwie im Hochsommer veröffentlicht, weil das stimmt, ist dann tendenziell eher schlecht und man hört das ja auch immer wieder. Dass Leute sagen, ah, das hebe ich mir auf, das ist so ein richtig schönes Spiel für die Wintermonate. Ja. Also ein Stück weit verstehe ich es schon, aber da das fällt, glaube ich, auch viel hinten runter. Ja. Also mir geht es immer so, dass da halt im Winter immer 3, 4, 5 Flagship-Titel liegen bleiben, die ich dann auch nicht nachhole, weil wann? Es kommt ja dann im nächsten Rücken ja schon wieder nach. Richtig. Wie kamen wir denn jetzt auf das Thema eigentlich? Achso, Sommerloch. Genau. Sommerpause. So, Donnerstag. Keine Sommerpause. Keine Sommerpause. Es gibt ja die aktuelle Diskussion über die PC-Portierung von Batman Arkham Knight und Kotaku hat da einen sehr witzigen Artikel zu gemacht über die 5 besten Alternativen für, also Batman-Mods für andere Spiele und echt viele aufgelistet und ich fand die Idee so gut, habe dann selber noch ein bisschen recherchiert und ich würde einfach gern ein Video zu machen. Super. Für 5. Gut. Ich glaube, da haben die Leute ein bisschen Bock drauf, weil die alle bestimmt gecast sind. Ja, schon so ein bisschen. Ich hab mit dem Kollegen Kai Schmidt gesprochen von der GamePro, der den Test ja gemacht hat. Ja. Und der Konsolenversion auch eine 90 verpasst hat und der PC-Version eine 75. Ja, die haben das ja saumäßig abgewertet. Und ich dachte mir nur, Helme auf, es geht wieder los. Ja, aber in dem Fall halt wirklich zu Recht. Ne? Gut. Also da fehlen halt auch Effekte und so. Ja, ich kann mir kein Urteil erlauben, ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, weder gesehen noch gespielt auf dem PC, aber wenn der Kai das sagt, dann wird das schon stimmen. Und es ist ja, glaube ich, auch so die einschlägige Meinung, oder? Wenn man so quer liest bei... Von der PC-Version? Ja, ich meine, die haben jetzt nicht umsonst den Verkauf gestoppt. Hm. Also das läuft gerade ganz, ganz schlecht und es scheint dort auch nicht irgendwas zu sein, was du schnell patchen kannst. Sonst hätten sie das halt nicht machen. Sonst hätten sie einfach gesagt, passt auf, gebt uns bitte eine Woche Zeit, dann patchen wir das nach. Es muss wohl ein bisschen Ärger sein, von daher. Ja. Naja. Nicht gepatcht, sondern getwitcht wird dann ja auch noch die Woche bei uns. Genau, aber da kommt was Besonderes. Julius Busch kommt da gerade. Was machst du denn jetzt da? Was passiert? Da kommt was Besonderes, da steht Julius auf. Julius, das ist nicht das dein ist mein Stichwort. Auftritt. Ja, das ist mein Auftritt. Da kommt was Besonderes. Ich sehe nur an der Kamera aus, komm mal kurz. Was musst du denn machen? Sind wir alle unscharf? Nein, oder? Ich habe gesagt, alle, wir müssen alles weg. Geblurrt. Sollen wir warten? Nein, mach einfach weiter. Einfach weitermachen. Hm. Also wir tun jetzt das hier super heimlich jetzt machen, dass keiner das merkt und so. Und jetzt macht die hier. Also wir tun jetzt so, als wird noch jemand am Mischpult hocken und alles unter Kontrolle. Genau. Cool. Ja. Ja, Twitch. Ich habe was Besonderes, aber das müsste jetzt eigentlich jetzt gerade die Ankündigung raus sein. Deswegen sage ich jetzt nichts. Ich habe im letzten Folge schon angekündigt, man bräuchte. Das ist so, wenn ich so leicht nervös bin. So, was wenige wissen, dass ich drunter so ein Strapsgurt. Nee. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen hast du kein Yoshi. Ja. Ich dachte gerade, deswegen kriege ich einen Yoshi. Aber egal. Nee, wir machen was mit der Community.
Dazu brauchen die Leute, die mitmachen wollen, ein Nintendo 3DS. Und ein Strapsgurt. Den gibt es gratis dazu. Den verlose ich nämlich. Nee. Ach, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Du meinst... Ja. Oder? Ja, ja. 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 Richtig. Super. Und das ist noch gerade so ein bisschen in Planung. Aber jetzt müsste eben die Ankündigung da sein. Ja, wo ist die denn da? Ich verstehe. Facebook, so. YouTube. Gut. Was Kleines. Nur nochmal so, was man dann wissen muss gut, dazu. Gut. Genau. Super. Ist das ein kleiner Anfang von den Dingen, die dann noch folgen werden, was mit der Community ist und so. Deswegen, da freue ich mich. Und sehr das drauf. Passiert dann wann genau? Wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag. Gut. Super. Okay. Volles Programm. Freitag gibt es noch die Game News. Yes! Natürlich. Neueste Neuigkeiten von Wolyoshi und Julius Busch, der schon wieder durchs Bild latscht. Was ist denn jetzt hier? Ich bin mir so sicher, dass die Kameras nicht laufen. Ja, offensichtlich gibt es doch einen... Nein. Was machst du denn jetzt? Ich justiere nur was nach. Schwenk doch mal bei der Gelegenheit, wenn du gerade... Schwenk doch mal hier durchs Studio. Ich bin noch gar nicht auf der Kamera. Achso, auf welcher bist du denn? Auf der anderen. Achso, auf der da. Dann schwenk doch da mal, wenn du gerade da stehst. Wir können dir auch immer hin und her geben. Jeder, der was sagt, der hält sie dann immer so. Ja? Oh super. Gott. Super safe. Nee, Handkamera machen wir nicht. So. Ja. Also kein Schwenk. Doch, mach doch mal einen Schwenk jetzt. Bist du eigentlich gemutet? Hört man dich? Ein Schwenk durch den Saal. Ja, es ist schon so ein kleiner Saal. Aber wahrscheinlich so hintergründig. Man hört dich so hintergründig, ja? So, komm jetzt einmal hier, mach einmal den Schwenk. Schwenk! Achtung. Ja. Oh, was ist jetzt passiert? Was machst du denn jetzt? Kommt die Saalwechsel. Was ist höher oder tiefer? Ach so, oh, das muss jetzt wackelig wackeln. Nicht, dass den Zuschauern schlecht wird. Ja, so. So hin und her. Super. Aber das macht auch den Reiz dieses Formats aus. Da muss es auch mal wackeln und schwenken. Das wäre ja nicht echt. Ja. Wir sind halt authentisch, ne? Wir sind halt authentisch. So, Achtung, jetzt kommt gleich... Wie ein Live-Twitch eigentlich gerade. Ja, jetzt kommt ein Wahnsinns-Schwenk gleich. Ich freue mich jetzt auch schon. Aber wir sehen ihn ja gar nicht eigentlich, gell? Ach, schade. Quatsch. So, Achtung jetzt. Und? Schwenk. Laola. Und? Achtung. Ich glaube, das ist das kaputte Stativ. Das ist kaputt, der Stativ, ja. Natürlich, der Fernseher kippt auch gleich und. Oh Gott, nachher geht alles so, ins Achtung, Feuer. So, jetzt, Achtung, Studioschwenk. Ja, fang direkt da mal an. Genau, super. Okay, ganz im Eck, ja, gut. Jetzt aber los. Und jetzt Schwenk, zack. Machen wir los. Hier die Couch, die Welle, da die Arbeitsplätze, die Küche sieht man die auch noch. Ja, natürlich. Ja, und die faulen Kollegen von der Sales-Mannschaft, die schon seit Stunden draußen sitzen und Kaffee trinken, statt aber Sachen echt zu verkaufen. Ja. Aber echt. Unfassbar. Die sollen gefälligst von Tür zu Tür und Abos von ja. Five. Ach nee, stopp, das sind gar nicht die Kollegen vom Sales. Habe ich vertan. Ach doch, da hinten sitzen doch, sie. Doch. Ja. Penner. Hauptsache schnell. In der Sonne schön. Ja. Während wir hier Freundin, schwitzend Wahnsinn. Ja. Harte Arbeit verrichten. So, Julius, danke für den Schwenk. Bitteschön. Das war super. Ja. Haben wir jetzt überhaupt noch Zeit? Haben wir schon eine Frage beantwortet? Ich glaube nicht. Aber eine haben wir tatsächlich fast schon beantwortet. Eine haben wir schon fast beantwortet. Das war die Batman Arkham Knight Frage. Ach so, wo ist die denn? Ach so. Ich weiß nicht, wo ich sie reingehauen habe. Vielleicht kann man da einfach eine tauschen. Ja, tauschen wir einfach. Dann nehmen wir eine andere Frage woanders rein. Aber wir hätten jetzt hier noch Batman Arkham Knight, ist das dritte Batman-Spiel? Das vierte. Vierte, also. Das vierte, ja. Genau. Denn ich wollte jetzt so schön Arkham die Brücke Arkham schlagen. City, Arkham Origins. Ja, genau. Aber der ist ja. Gut. Ja. Ich wollte so schön die Brücke schlagen zu Shenmue 3. Ja, das sagen manche. Ich habe nie gespielt tatsächlich. Aber du merkst halt einfach im Storywriting, dass da nicht Rocksteady saß. ich weiß ja nicht. Krampelt aber schon. Ne? So, also von Batman 4 zu Shenmue 3, denn darum geht's bei einer Frage von Thomas, die er gestellt hat und die lautet in voller Länge, wie steht ihr eigentlich zu der Kickstarter-Aktion auf der Sony-Pressekonferenz zu Shenmue 3? Warum hat Sony das Spiel nicht einfach gleich selbst finanziert? Liebe Grüße aus dem Norden, Thomas. Alle Schweine! Nein. Na. Maxi, versündige dich Yoshi. Nicht. Yoshi! Alles Schweine! Yoshi! Also am Anfang war ich aber schon überrascht. Da dachte ich mir, okay, geil, erstmal so geil, boah, okay, Shenmue 3 und dann aber dieses riesen Kickstarter-Logo im Hintergrund auf der Pressekonferenz. Und das gab es einfach noch nie auf einer Pressekonferenz. Ja. Und da hinterfragt man sich natürlich sofort, Sony, Megagigant, Milliardenunternehmen, milliardenschweres Unternehmen, warum machen die jetzt Werbung für ein Spiel, das sie locker selber finanzieren könnten, das halt dann eben andere bezahlen? Da habe ich im ersten Moment gedacht, also ich muss erstmal überlegen, weil warum, wieso, weshalb haben sie ja nicht kommuniziert. Ja. Also, dann dachte ich mir zuerst, vielleicht einfach nur, damit eben
wie heißt nochmal der Entwickler, jetzt mir der Name entfallen. Der Japaner? Suzuki, genau. Und der hat vielleicht einfach auch die Rechte alles für sich behalten wollen. Und dementsprechend kam kein Vertrag zustande, dass die halt bei der Entwicklung da mithelfen. Und dann hat er das halt einfach alles auch für sich und es gehört ihm. Das war so mein erster Gedanke. Okay. Ja. Ja. Und dann kamen ja noch mehr Details zum Vorschein. Also ich habe ja in unserem, in, was war es, die größte Enttäuschung in der E3, haben wir ein bisschen Schelte auch bekommen, so quasi, ja hey, welches Unternehmen legt schon seine Zahlen offen, das ist ein genialer Schachzug und wer das nicht gut findet, hat Marktwirtschaft nicht verstanden, war dann die Aussage. Und dann habe ich gesagt, ja also, wenn ich also Marktwirtschaft verstehe, heißt es automatisch, ich muss es gut finden. Und das ist halt, das mag ja ein kluger Schachzug sein, ich finde halt trotzdem, und ich freue mich genauso wie du, und wahrscheinlich du auch, wie Bolle auf Shenmue 3 und ich finde das auch super, dass Sega die Mut hat, das mal zu übernehmen, weil Shenmue 2 war eigentlich finanziell ein Riesenflop und das ist natürlich schon was Tolles. Es geht nur darum, es ist halt so nicht A, nicht nach außen kommuniziert worden erstmal und es, irgendeiner hat dann auch geschrieben, ja, die haben von Anfang an mit offenen Karten gespielt, das ist eben der Punkt, haben sie nicht. Nee. Sie haben, und wenn es noch so schnell danach war, ich meine, das Ding war ja so schnell zielmäßig erreicht, diese 2 Millionen, das war dann sofort auf... Zwei Stunden waren sie schon bei der Hälfte mindestens. Ja, ich weiß bloß, dass am nächsten Tag, als wir dann das Video gemacht haben, waren sie irgendwie schon auf 3,5 Millionen oder so. Das ist ja wirklich schön, aber es geht einfach nur darum, ja, nicht, klar legt ein Unternehmen nicht seine Zahlen offen und macht manchmal so ein paar schwierige Sachen, aber es wäre halt einfach schön, wie ich es ja im Video schon sage, hätten sie komplett von Anfang an einfach offen gesagt, so und so. Dann hieß es aber irgendwie, nee, da hat Sega noch ein bisschen scheinbar die Hände mit im Spiel gehabt und irgendwie die Bitte an Sony gerichtet, das erst nachher zu machen. Mag ja sein, aber es ist grundsätzlich, ist es halt erstmal A, was anderes als gesagt wurde und B, und das darf man nicht vergessen, so interessant das natürlich mit Kickstarter ist, dass dann auch das mit einfließt. Grundsätzlich ist halt Kickstarter etwas, wo eigentlich jemand hingeht, der sonst nicht die finanzielle Möglichkeit hat, also irgendwelche oft halt Indie-Entwickler, um sich da unterstützen zu lassen. Und dann, wenn alles nach Plan läuft, dann etwas zu erschaffen durch diese Spenden quasi. Und das ist ja toll. Aber dass halt da eigentlich dann Millionenunternehmen dahinter steht, ist halt eigentlich ein bisschen, ist nicht der Sinn von Kickstarter. Dann hätte man es halt eigentlich irgendwie anders machen müssen. Sei dahingestellt, dass jeder freut sich drüber und das ist ja auch geil, aber ich finde halt die Art der Kommunikation nicht so geil. Also ich meine, die teilen sich ja eben diese Marketing, also nicht teilen, sondern die Kickstarter, das Kickstarter-Geld geht komplett in die Entwicklung, ja. Sony übernimmt Marketing und PR. Und du musst ja auch, sieht man ja auch bei so GTA-Geschichten, da sind ja auch Zahlen dann aufgetaucht, das ist ja fast Hälfte-Hälfte teilweise von den Kosten her. Also die werden ja bestimmt auch noch ein, zwei Millionchen, denke ich mal, in das Marketing investieren. Mhm. Aber es ist klar, für Sony ist endgeil. Stell dir mal vor, alle Publisher würden einfach nur sagen, hier, weil dann können sie gleich wie so eine Nachfrage, Nachfragecheck. Mhm. So, wollen die Leute das überhaupt? Ja, wird es sich? Vorbestellung ist auch schon klar. Durch. Clever ist das auf jeden Fall. Und selber müssen sie kein Risiko in dem Sinne wirklich tragen. Ja. Wie verhielt sich das denn eigentlich mit dieser Wachstumsdynamik des Spendenbetrags, als dann klar wurde, dass Sony einsteigt? Weil ich glaube, das Ziel waren ja 2 Millionen und ruckzuck waren es dann 3. Mhm. Also als das dann irgendwie, ich glaube, Sony ist ja ungefähr so bei 3 dann mit eingestiegen. Oder? Mhm. Ich könnte jetzt nicht mehr die genaue Zahl sagen. Dann wurde es langsam rückläufig. Ja, ich weiß es gar nicht, den aktuellen Stand weiß ich nicht. Ich weiß, dass es dann relativ langsam noch auf 3,5 kam. Verhältnismäßig langsam. Du hast ja auch dein Geld zurücküberweisen lassen, habe ich gehört. Ja, ich habe mir die 3,5 Millionen zurücküberweisen lassen. Nein, ich habe, man kann das, das muss man auch dazu sagen. Man muss, die Leute haben damit argumentiert, du kannst, bis das Ding abgeschlossen ist, auch noch sagen, nee, ich möchte mein gespendetes Geld zurück. Das geht erst raus, wenn die Kickstarter-Kampagne abgeschlossen ist. Also das schon, ja, die Leute wurden ja nicht insofern betrogen, als dass sie plötzlich ihr Geld nicht mehr hätten und das wird für irgendwas anders verwendet, das nicht. Es geht einfach nur darum, wie war die Aussage davor. Und es ist jetzt auch kein Weltuntergang, aber eigentlich... Wenn es halt irgendwie dann ja, zum Regelfall wird oder so, ist es halt schon nicht mehr cool irgendwo. Man weiß ja nie. Ich meine, man hat ja gesehen, es war ja verblüffend, wie schnell das dann so hochging. Und das ist halt immer ein bisschen gefährlich. Also wenn das ein Testballon war, dann hat der auf jeden Fall funktioniert. Also wie gesagt, marketingtechnisch, strategisch ist es klar. Es ist sehr, sehr clever. Definitiv. Aber das aber heißt so ganz halt nicht, aber auch frech ein bisschen. So genau, ich finde halt nicht, dass man es deswegen, nur weil es klug war oder ein genialer Schachzug, für komplett gutheißen muss. Ja. Und das ist halt der Unterschied. Man darf dann auch als Fanboy mal sagen, und ja, wir sind ja da eigentlich Shenmue-Fanboys, aber man hätte schöner machen können, sagen wir es mal so. Und wie die Zahlen dann danach hochgegangen wären, wäre Sony nicht eingestiegen, da sind sie zu schnell danach eingestiegen. Ich weiß nicht, ob das dann schon jetzt bei...
8 Millionen wäre oder so. Ja. Und ja, auch Shenmue hättest du wahrscheinlich mit diesen 2 Millionen nicht in der Form umsetzen können. Nee. Das haben halt auch viele gesagt, ja, wer das gemeint hat, der ist der eh naiv. Das mag ja sein, aber es ist halt die Art. Darum geht es ja auch nicht. Eben. Ja, genau. Aber na gut, so freu mich auf jeden Fall aufs Gabelstapler fahren. Hoffentlich kann man das wieder machen. Also wenn das nicht kommt, dann, ja, dann ist mein Geld zurück. Dann will ich aber auch meine Kohle zurück. Ja, ich will sofort meine 5 Euro wieder haben. Was mit meinem Gabelstapler? So. Ein Gabelstapler am das ist ja eine Frage, das sehe ich jetzt erst hier. Oh, scheiße, soll das denn lesen? Ich hatte so steckst du das Ding ins Ich lese jetzt mal noch die große zweite Frage, die kommt von Patrick Mitteregger. Und der schreibt uns Fragen für Come On. Erstens, was haltet ihr von der HoloLens? Würdet ihr eine kaufen? Ich weiß ja nicht mal, erstmal Preis. Hallo? Wie Preis? Ja, wie viel kostet die HoloLens? 100 Mark. 100 Mark? Reichsmark aber. Ja. Okay. Natürlich. Weil für so ein, das ist ja ein Gadget, ein Essen. Ja, ist unmöglich, die Maxi. Seit die Maxi Yoshi hat. Ja, so was? Frage beendet. Frage beendet. Nein, jetzt mal ernsthaft, das ist ja ein Gadget. Ja. Deswegen kommt drauf an, welche Spiele kommen oder kann ich darauf spielen oder mit einbinden, weil es ja. Ist ja im Endeffekt Augmented Reality. Zweitens der Preis. Und würde ich die mir zuerst holen, bevor ich mir zum Beispiel eine Virtual Reality, also so eine Oculus oder so eine Morpheus hole? Mhm. Es ist wie bei einer Konsole, es kommt immer auf die Spiele drauf an. Ja. So ein bisschen, ne? Ja. Und, obwohl es ja auch ein bisschen was anderes ist. Du kannst ja, also ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass man gerade mit der HoloLens wirklich im Alltag noch viel machen kann. Mhm. Irgendwie das noch mit, nicht nur, auch vielleicht eben noch mit dem Fernseher irgendwie in Verbindung zu bringen, weil du kannst ja durchschauen durch die Brille. Du hattest die dran, oder? Genau. War die mit irgendwas verbunden? Nee. Okay. Das war... Komplett quasi ja. Über... Ja. Okay. Ja, geht mir ähnlich wie Maxi. Find die Technik dahinter fantastisch. Also das hat man ja gesehen auf der E3. Mit diesem Tisch, natürlich, haben wir auch schon mal neulich drüber geredet. Da brauchst du so einen passgenauen Supertisch, der komplett glatt ist, dass es alles so läuft. Ich bin jetzt nicht der weltgrößte Minecraft-Fan, deswegen, aber grundsätzlich ist die Technik faszinierend dahinter. Mhm. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das für die HoloLens war oder ob das tatsächlich, die planen auf Kickstarter zum Beispiel ein Spiel, dann nimmt man, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, ob es die HoloLens Shenmue oder... Shenmue 3 heißt. Shenmue 3. Sony hat da relativ viel, also jetzt muss ich euch jetzt eine Geschichte erzählen. Ich dann, und du kannst, oder war es mit dem Handy, du konntest dann deine Wohnung abfilmen. Ja. Und dann, also es ist geplant zumindest auf Kickstarter und dann setzt der quasi so Paranormal Activity Sachen in deine Wohnung und du spielst es dann. Ach. Wenn sie sowas mit der HoloLens umsetzen würden, ja. Wäre schon krass. Also da hat ganz andere Nutzen noch. Aber wenn es wirklich wieder halt sowas ist wie meist, ich glaube, du hast es neulich auch gesagt, das ist ja cool, aber am Ende des Tages willst du halt trotzdem irgendwo auf der Couch flätzen und nur erstmal zocken mit dem Controller. Das wäre auch jetzt wieder meine Antwort gewesen. Ja, ich finde sowas halt immer super faszinierend, aber es verliert dann auch schnell wieder seinen Reiz. Also nach dem ersten, boah, das ist ja krass. Ja. Effekt ist dann halt irgendwie immer so, okay, also aber... Ich glaube aber, für mehr eignet sich das auch nicht, weil das Sichtfenster so klein ist, dass du nicht großartig rumlaufen kannst, kann gut sein, ohne aus diesem Sichtfenster zu fliegen. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass du, so wie hier jetzt da sitzt, da hast du deinen Tisch und dann pickst du Brettspiele nur digital. Mhm. So. Also ich glaube, das ist schon nett, aber tatsächlich wird mich diese Demorphos oder halt die Oculus Rift ein bisschen mehr interessieren. Bisher, was ich ausprobiert habe, wurde mir immer furchtbar schlecht. Aber ja, an sich, da halt noch dazu, ja. Also ich glaube, da, wenn du zum Beispiel, wenn es denn dann gut umgesetzt ist, so ein Autorennen oder so, oder wirklich was so in 3D erleben, ist halt schon was richtig Geiles. Aber ich bin dann noch Virtual Boy geschädigt. Ja, das ist so Gott, hör auf. Unfassbare Kopfschmerzen. Rot-schwarz. Ich habe das Ding immer noch zu Hause stehen. Echt? Ja. Oh Gott, das ist hart. Boah, ey, hardcore, ja. Also ich habe dieses Oculus Rift jetzt ein paar Mal bei uns probiert, wenn die Hardware wieder was oben hatte, die neueste Version und so. Und das sieht immer gut aus. Und ja, das ist wirklich ist krass, super. Aber jedes Mal danach... Länger als, also eine halbe Stunde maximal. Ja, also da... Ja. Und dann ist es mir halt dann einfach zu... Also ich habe so eine Demo probiert, da sitzt... Bernd, Telefon! Wo ist er denn jetzt hin, der Bernd? Bernd ist weg. Ja. Das hat aber nur einmal geklingelt, also ist er wohl reingegangen. Da war es vielleicht selber. Bernd selbst, ja so, der will check mal, ob ich da bin. Ja, ich mache mal meine Tür auf, gehe raus und rufe vom Handy aus auf meinem Bürotelefon an, um denen die Aufnahme zu grätschen, weil die mein Yoshi haben. Das kann sein, Bernd hat sich verändert. Nee, ich habe das mal probiert und da sitzt du halt nur rum und da ist es dann, da geht's noch. Aber sobald Bewegung im Spiel ist, der Jan oben von der Hardware hat mich Half-Life ausprobieren lassen. Also 2 Minuten und mir ist so schlecht geworden. Das war das, ja leider. Das ist. Wie siehst du das, Julius? Hast du Bock auf HoloLens? Also ich habe eigentlich immer Bock auf solche Gadgets. Ich finde, das ist immer ganz cool. Ich war ja auch einer der Ersten, die sich Kinect damals geholt haben. Und ja, das war ja nichts, Jules. Ja, naja.
Ja. Das kann man jetzt so nicht sagen. Alter. Das kommt noch. Also Kinectimals war schon ziemlich süß. Ja. Da hast du auch wieder recht. Damn you, du es. Nee, ich habe Bock drauf. Aber wie Max ja schon sagt, es kommt natürlich darauf an, wie viel das dann im Endeffekt kostet und was es da halt, was man damit machen kann. Ja. Aber ja, technischer Fortschritt ist immer geil. Und ich glaube da schon dran, dass das, wenn es irgendwann mal richtig gemacht wird, schon so die Zukunft des Gaming sein kann mit Virtual Reality. Also zumindest in diese Richtung, ja. Und dann Bewegungssteuerung. Es muss halt nur einfach mal richtig gemacht werden und nicht mal nur diese halben Sachen so. Ja, du kannst jetzt hier mit deinen Leuten reden, aber mehr halt nicht. Also wenn, dann müsste man wirklich sagen, wir machen das jetzt. Und ich glaube, das ist ja das der Unterschied oder was Nintendo da immer gut gemacht hat mit der Wii. Wenn du Kinect, es war immer ein Feature. Also es gab immer Spiele, die halt Kinect-only sind oder als leichte Unterstützung. Bei Wii war es halt einfach, es war halt fix mit dabei. Du hattest diese Grundvoraussetzung und die Nintendo-eigenen Wii-Spiele, die haben dann auch gut mit der Wii-Mode und so funktioniert. Oft waren es ja Third-Party-Spiele, die dann weniger toll waren. Aber Kinect war ja immer nur optional. Es war immer so ein Zusatzkauf quasi. Mhm. Deswegen die One ja jetzt auch mit der Nicht-Kinect-Version. Mhm. Und schon ist es halt nicht mehr so, wenn du das zwingend einsetzen müsstest, wenn du davon ausgehen kannst, dass jeder das hat, dann könntest du es, glaube ich, auch ein bisschen besser verbauen als nur ein Feature, dass wenn du Kinect hast, kannst du jetzt noch Kinect, mach bitte das und das rufen. Und das ist klar, halt also das ist ja aber einfach das Problem, dass die Leute da anscheinend nicht wirklich Bock drauf hatten, weil einfach dieser Aufschrei bei der One, das war ja genau das Argument, was immer bei der One kam und da haben die Leute ja gesagt, ey, wir haben da keinen Bock drauf, macht mal eine Version ohne Kinect. Und jetzt gerade ist es ja so, es gibt ja für das neue Kinect gibt es ja noch viel weniger Spiele, also eigentlich fast gar keine Spiele, als es für das erste Kinect gab, obwohl die Spiele, die es gibt, also ich habe nur dieses Kinect Sports mal gespielt, das funktioniert schon deutlich besser und macht mehr Spaß als das alte. Ja. Aber es gibt einfach noch viel weniger, weil sie da anscheinend jetzt komplett drauf verzichten und sich nur auf diese Sprachsteuerung von den Menüs halt konzentrieren. Wie kommt's? Fragt man sich da. Der Patrick möchte auch noch wissen, ob wir glauben, dass eine solche Technik in Zukunft eine Chance hat. Und er schreibt noch, würde mir ein SAO in Real wünschen, also ein Sword Art Online. Aber dann verwechselt er, glaube ich, die Virtual Reality mit den Augmented Reality, weil... Ja, so oder weiß nicht, ob es jetzt, oder vielleicht so will er es nur in dem Zusammenhang... So ein Sword Art Online, also da bist du drinnen... Da bist du im Spiel, ja. Und die HoloLens ist ja mehr, ist ja wirklich nur so ein Sichtfeld und du siehst alles drumherum und durch eigentlich auch. Ja, ja. Deswegen... Ja, also in irgendeiner Form bestimmt, also die Technik, die wir jetzt gerade nutzen, um uns unterhalten zu lassen von Spielen, die wird bestimmt in ein paar Jahren überholt sein, aber dann wahrscheinlich auch in der Form, wie wir es uns jetzt gerade halt einfach nicht vorstellen können. Ja. Also so wie halt immer, irgendwann kommt immer das nächste große Ding, wie es YouTube war und wie es Facebook war und wie es das iPhone war und der Bernd zum Beispiel, hi Bernie, dein Telefon hat geklingelt, Bernie. Hast du gemerkt, der hat die Maxi nicht mal angesehen. Nee, der ist echt, der Bernd hat echt Bock auf Stress wegen dem Yoshi. Der Bürgerkrieg. Und das ist halt zum jetzigen Zeitpunkt wahnsinnig schwer zu sagen, was wird denn das nächste große Ding? Ja. So hätte vor 10 Jahren auch keiner gesagt, dass mal Leute damit erfolgreich sein werden, wenn sie Videospiele spielen und die Videos auf YouTube hochladen und damit dann Zehntausende von Euro verdienen im Monat. So. Insofern, also na klar, es wird da bestimmt neue Trends geben, auf die freuen wir uns. Und neue Fragen gibt es auch noch, auf die freuen wir uns auch und die beantworten wir in der zweiten Folge von Come On!